heute mit letzte Welle. Oh. Das da hinten ist der Gegner, okay. Ah. Ich schieß da mal rein. Nee, die kommen hier, das sind Kampfläufer. Schwere. Ah. Ja, wie ausgehört. Komm schwerer. Alter Schwede. Haben wir so viel Schaden? So übel. Braucht schon Sandboxen oder Snap hat. Also irgendwie fühlt man sich da ja mickrig bei dem Schaden. Ganz, ganz leicht, ja. Oh, Material ist gleich. Das ist auch häufiger, ich würde nicht. Ja. Ich kann keinen normalen Kreischer mehr die ganze Zeit, ja. Hoppala. Ja, doch, haben wir schon noch. Ja, aber das ist halt der Latine Materialien. Übrigens, dieses das MP ist eigentlich witzig. Das macht wirklich kaum Schaden, hat aber 80 Schuss und schnell feuern. Also. Okay. Ein Boss. Ach okay, wahrscheinlich ist das eine ganz lange Welle. Ja, das war doch klar. Ja, aber immer das ist. Echt nicht? Ja, ich Wo ist das da? Reg dich schneller, Hagen. Wer hat eigentlich noch Engineer drauf? Nur ich, ne? Ich finde das so geil, dass. Ach, ich weiß, warum die Waffe so cool ist. Die hat den Giftschuss auf Rechtsklick. Ah, okay. Ah. Wir sollten uns vielleicht den Boss machen. Ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber nicht mit mir. Hallo. Hi. Mann, hör doch auf. Was ich? Nein. Wildstaub. Oh oh. Das Teil da hinten bewegt sich nebenbei. Ja. Oh oh. Das ist die ganze Zeit schon. Was kommt noch hier? Haben wir die Materialien? Hier die Schweberin. Keine Ahnung. Fast. 21. Noch. Ja, danke. Oh, es kommen kleine Feeder zu. Ich halte gerade hier den Großteil der Drucker auf. Okay. Okay, ich glaube der Plan, der war noch nicht doch nicht so gut. Ach wieso, läuft doch. Jetzt kommen tausende Sachen durch. Oh leck. Den Zerstörer. Der muss von unseren Türmen weg. Komm her, ich will Meat Shield. Ja, ich bin das Meat Shield immer noch. Das zerstört alles. Welcher? Der Boss. Aber wir haben fast keine Waffen mehr, der macht die alle kaputt. Ja, sieht nicht ganz gut aus. Wo ist das da? Der Patriarch geht auf mich. Gut. Ist egal, der Kern überlebt das hier gerade nicht. Das ist schier unmöglich. Ja. Okay, aber mal ernsthaft. Das war vielleicht ein bisschen komisch, über Towerwall, aber. Was? Wie sollen wir das schaffen? Wir haben gerade mal 15 Türme zu platzieren. Tja. Muss man halt gut durchplanen. Aber nochmal. Mhm. Boah, ja. Das macht aber wer anders den Aufbau. Vor allem musst du bedenken, wir haben 50 Blöcke, das sollte so ziemlich genau reichen, um ein perfektes Labyrinth da reinzusetzen. Okay. Aber sobald der Boss kommt, Ende.
So, was wir machen sollten, wäre uns jetzt wirklich mal hinsetzen und planen, bei was wir selten machen. Ich kann leider nicht planen bei sowas, da bin ich zu schlecht dran. Das Fakt ist, dass der stabile Kern uns hier nichts bringt, ist ja eh nur eine Welle. Stimmt, den können wir noch rausnehmen. Ich behalte meinen betäubenden Kern. Ja, betäubender Kern ist ja okay, nur der stabile Kern geht halt nur nach der Runde. Was will ich denn sonst noch? Übrigens, der Feuerstoß mit Giftpfeilen bringt eigentlich auch gar nicht so viel. Weil ich kann 3 Giftpfeile schießen. Und die Bosse werden davon eh nicht beeindruckt. Und beim Rest macht keinen Sinn, weil da so unglaublich viele sind. Sonst würde ich sagen, versuchen wir es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann machen wir mal was anderes. Weil wir noch Türme auf 15, 16 und so weiter bekommen. Vielleicht ist da was Gutes bei. Stimmt. Kann man doch jetzt schon ein bisschen versuchen zu entziffern. Ingenieur behalte ich. Phoenix auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme Leichenexplosion raus. Mir ist jetzt Schaden an Bossen viel wichtiger. Ja. Mal schauen. Den Streulaser brauchen wir. Wobei können wir gebrauchen, ja. So, den Minenturm brauche ich einfach gar nicht mehr jetzt. Oh, okay, das ist natürlich bestimmt auch cool. Verlangsamende Präsenz. Was? Gegner werden in deiner Nähe werden um 20% verlangsamt. Ja. Ganz ehrlich, Schwachstellenschaden brauche ich hier auch nicht. Da kommen so viele. Da werde ich eh keine Schwachstelle bei treffen. Lass uns schauen. Bleib drin im Blitzschlag oder die ACP, weil einer reicht, glaube ich. Durch deine Schüsse leiden Gegner 15% mehr Schaden von allen anderen. Also 15% mehr Schaden von allen anderen Quellen. Bin stark am Überlegen, ob ich das nehme. Oder nehme ich auch NG? Werden da noch instabilen Kern? Ich hab den. Achso. Weil instabiler sind Sterne macht noch Sinn. Ja. Finde ich. Weil wir auch den Charakter durchplanen können. Theoretisch. Also uns ansehen, wer da am besten einpasst. Wie? Also ich bleib bei meiner. Arschlott, ja, gut, du drückst den Schaden und ich denke. Obwohl ich mir da vorstellen könnte, dass die Raketentussi da echt nützlich ist. Ich überlege gerade, ich. Ach komm, ich nehme die einfach. Ich habe gerade so das Ähnliches zu tun. Sweet, ne? Mhm. Ewig nicht mehr gemacht, was? Ach, das ist schon okay. Die hat ja auch automatische Zielerkennung, ne? Ja. Klar, die ist zwar scheiße, aber bei so vielen Gegnern ist das dann egal. Ach, Zielerfassung geht eigentlich. Ich finde die eigentlich auch cool. Natürlich, ich glaube, ich nehme fast das Kampfgewehr mit. Okay. Weil Hochgeschwindigkeitsgeschoss. Explosiv. Ah, doch. Ja. So, Türme. Der kommt mit. Der kommt mit. Da bin ich schon wieder Erster, der drin ist. Ja, ich arbeite hier drum. No time to waste. SCP kann ich mitnehmen, weil ich eh einen Platz frei habe. Ja, und ich überlege noch, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwas auswechseln will. So, Verstärkungen für. Sweet. Der instabile Kern. You won't kill me that easily. Naja, gut, was soll's. Überleg grad, erhöht den Schaden der Waffe um 40%, deaktiviert Schaden an Schwachstellen. Bei Schwachstellen Schaden brauche ich mit eher eh nicht. Dieses Bounty eigentlich da oben und nicht hier unten. Ist irgendwie seltsam. Weil du ein Spezialfall bist. Ja, offenbar. Wo bist du? Da. Bleib mal stehen. Was? Nein. Nein. War du. Ich kann sowas nicht. Nein. 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 Du kommst mir nicht.
Was macht ihr da? Er hat mir die Türme ins Gesicht geschoben. Doch ganz einfach, du musst das gleiche bauen wie ich, bloß weiterführen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme mal noch die Expositionsladung dazu. Das sieht recht gut aus, ja. Also für mich schaut es ja nicht nach Tentakel aus, eher so nach Wurzeln. Ja, das hat man eben schon. Aber sie bewegen sich. Da wir Zerstörer haben, machen dicht gepackte Trenchen wenig Sinn. Ich überlege mir gerade. Ja, da wir Boss haben, die Sachen zerstören. Ja, ein. Ja, wir wissen nicht, was noch kommt. Ja, ich schätze, da werden alle Bosse, die es so gibt, mal durchgehen und dann. Vielleicht noch der hintere Riesenviech. Ja. Ich würde, glaube ich, fast sagen, dass wir vorne die Trenchen recht weit packen. Praktisch als Opfertürme. Es wäre auch vielleicht gut, wenn wir hinten dann unser Schadenspotenzial konzentrieren. Ja. Ich meine ja eigentlich. Nee, wenn wir Zerstörer mit drin haben, macht es nach vorne Sinn. Eigentlich. Warum? Ja, aber wenn du Gauss und so weiter hast, dann ist das egal. Aber so die ganzen. Kürzer, Kurzstreckentürme. Ja, aber die werden ja dann kaputt gemacht. Nicht wenn man die im sicheren Abstand stellt. Was ich mir halt dachte, ist eben, dass hier die erste Reihe wirklich zum Zerstören gedacht ist. Soll ich sich daraus tun können, bis wir die dann platt gemacht haben. Wir dann hier so den vernünftigen Kram hinbauen. This will work nicely. Ja, wird halt ziemlich schnell zermehrt vom Boss. Haben wir ja gesehen, die anderen Türme, die standen auch da ungefähr. So verblatt. Mir ist das aufgefallen, mit Sweet brauche ich einen Doppelsprung eigentlich gar nicht, weil sie unglaublich weit springen kann. Okay. Und die hat Luftkontrolle manuell eingebaut, also selbst schon, also automatisch eingebaut. Ja. Aber ehrlich, ich glaube dir wirklich, dass wir gegen den kämpfen müssen, gegen den ganz großen. Vielleicht. Der ganz große muss sich den Kerl nur mal böse anschauen und der macht sich in die Hose und verreckt. Weil ich meine, als ich das erste Mal gesehen habe, dass er sich bewegt hat, so ein Kleid wenig. Ein ganz, ganz klein wenig. Gut. Baut ihr schon mal Türme? Das da nicht haben. Das, gerade das will ich da haben, weil Zerstörung und so. Gerade mich solltest du nicht wegen einer sinnvollen Turmmeter fragen. Markus. Wieso, du hast doch ziemlich große Erfahrung mit Tower Defense. Was denn? Und ich war nie wirklich gut darin. Okay. Ich spiel's zwar gerne, aber ich bin einfach nicht gut darin. Was ist dann? Turmstrategie. Wo welcher Turm? Fällt. Hat die laufen, ne? Ich hätte ja gesagt, alle Türme so nah wie möglich am Kern ran.
Damit so Zerstörer die nicht so kaputt hat, aber ich glaube, Simon denkt da ein bisschen anders. Du musst bedenken, wenn wir alle Türme an den Kern ranpacken, ist das zwar gut für den einen Boss, aber schlecht für die ganzen anderen Minions, weil die können dann mehr oder weniger ungehindert bis da hinten hinrennen, kurz vor den Kern, bevor sie Schaden kriegen. Ja, genau, das meinte ich, ja. Ja, siehst du, mit so einer Argumentation macht es Sinn. Dann einfach sagt, nee. Hab ich aber was anderes gesagt? Ich hab doch gesagt, dass wir dann da hinten erstmal alles zerstören werden, bevor die auf eine Reichweite kommen. Da versteht man kein Wort. Ist nicht verständlich rübergebracht. Dann abstrahier halt mehr. Das kannst du doch. Natürlich kann ich sowas, aber wenn du das zu abstrakt rüberbringst. Wo ich Sweet gerade so in Außenansicht sehe, die hat sich ihren weißen Anzug echt überall bemalt, ne? Und beim schwarzen Anzug sieht sie einfach scheiße aus. So, ich glaube, das könnte so passen. Tab. Kann ich mal größer anschauen. Eine Amp. Ja. Ja, die muss klar auf jeden Fall da sein. Mach ich ja nichts gegen, oder? Dann vielleicht ganz viel AOE und im Tank. Ja, und die hier die ACP habe ich rausgeschmissen, die hat immer Anna jetzt genommen, ne? ACP habe ich im Inventar. Okay. Gut. Also Gauss müssen auf jeden Fall hier einen oder zwei Stück. Einen vorerst, ne? Kommt die bis an den Kern ran, die Gauss? Gleich, ja. Auf Level 3. Ich mach's auf 3. Ja, so knapp über die Hälfte. Das reicht. Hast du gesagt. Ich seh's ja auch gerade. Einfach mal Gauss-Reichweite und Map anschauen. Gauss und okay. Okay. Wir sollten eigentlich wirklich so von fast jedem Turm etwas da haben. Hm? Weil jeder Turm gegen etwas gut ist. Ich packe mal in die Nähe von der Gauss nochmal meinen Kanonenturm. Ne? Dahinter am besten einfach. Hier zum Ausgang würde ich eigentlich ein paar Drohnen zum hinpacken. Ja, ein oder zwei höchstens. Ja, das meine ich ja. Zwei reichen. Den Raketenturm, der steht nicht mehr in der Amt, ne? Wohin dann? Vielleicht. Hier. Ich weiß nicht. Ich komm mal kurz was näher. Das ist so mies, weil Sweet hat ja die kleinste Charakterin und ich sehe einfach nichts mehr hier. Ich weiß nicht, ist sie kleiner als Charlotte, ja? Meine Gauss steht. Kleiner als wer? Daul. Kleiner als Charlotte. Bezweifle ich irgendwie. Die ist kleiner als Charlotte. Charlotte ist relativ groß. Okay. Du hast echt keine Augen, kann das sein? Ich bin tot. Naja, doch. Übrigens, dein weißer Anzug sieht so unglaublich, unglaublich scheiße aus. Was, meiner? Ja. Das ist kein weißer Anzug, der ist schwarz. Ich weiß, aber das um den Kopf rum sieht so unglaublich, unglaublich scheiße aus. Ja. Soll ich einfach den Raketenturm hier hinpacken? Vor die Arm. Zwei vor die Arm. Ja, das erscheint mir doch plausibel. Okay, dann kommt hier noch ein Blitzturm hin. Und den ACP kannst du dann neben den Raketenturm platzieren, oder haben wir schon was geplant? Neben Raketen, also hier zwischen, also hier hin, oder? Ja. Oh, der frisst aber auch Punkte wie sonst nichts, ne? ACP, ja. Ich meine, wir haben's, ja. Noch über 12.000 Punkte. Verstehe ich gar nicht. Der Radius von einem ACP ist unglaublich winzig, sehe ich gerade.
Ja, es geht. Aber hier kriegt man auch recht früh, also. Stimmt. Ja, wo der jetzt steht, macht eigentlich kaum Sinn. Ja, ja, platziere mal hier, wo der Blitzturm jetzt gerade weggegangen ist. Hier vorne hin? Ja. Den Blitzturm kann man vielleicht hier auch noch unten stellen. Da umfasst er ziemlich viel. Tut er hier auch. Ja. AOE-Turm steht. Okay. Ausgehen auf die mit den meisten Gesundheit. Mhm. Gut. Ich hab einen Minenturm. Ach komm, eine geht noch. Ja, gut. Zwei Gauss. Nee. Das sind ja Bosse. Minenturm hier ist, glaube ich, eher ungünstig. Was glaubst du, warum ich meine Stimme so komisch verstellt habe, als ich das gesagt habe? Die war anders als normal. Ich hab einen Minenturm. Ja, eigentlich war sie anders. Ja, ja. Übrigens, danke für die unglaublich schlecht passierte Beleidigung. Immer wieder gern, muss nur nachfragen. Okay, wir haben noch 3 Plätze, die amtverstärkt sind. Und 6 Türme zum Bauen. Ich habe noch einen Gatling, die ich einsetzen würde. Weil Gatling brauchen wir auch noch ganz dringend irgendwo. Also ich würde gerne am Blitzturm Platz eine Slower hinbauen. Wo etwa? Wo der Blitzturm steht. Weil da macht es am meisten Sinn, schätze ich. Welcher von den beiden? Der hintere. Wir haben 2. Ach so, ja, der hintere. Ja, ja, dann platzieren wir halt um. Vielleicht wird es einfach eine längere Folge hier. Warten auf das Ende. Ja, nee, Planerei ist wichtig. Meist hatten wir ja da auf der Baummap schon mal. Das waren auch irgendwie eine knappe halbe Stunde an Planung. Ja. Ich überleg grad, hier wird noch anverstärkt, ne? Hier wird noch anverstärkt, ne? Ja. Ich hätte halt da einen AOE-Schilder. AOE steht doch hier vorne schon. Ja, 2. Na, bei Gatling weiß ich nicht, ob er da nicht eher eine Kanone hinsetzen soll. Kanone kommt ja auch noch irgendwo hin. Kann der Gatling auch an irgendeinem Längsweg stellen? Ja, weil hier hinten sind noch 2 neben dem Raketenturm, die für, am versteckt sind. Ja gut, dann kommt da die Gatling hin. Also die links und rechts, die sind beide am verstärkt, ne? Ja. Gut, dann packe ich die hier hin. Gut, dann kommt da auch eine Kanone hin. Und die haben wir Blitzturm hin. Jo. Haben wir 3 Blitzturm, ne, haben wir 2 Blitzturm, ne? Ja. Ja. Es ist nur... So. Dass eben auch die Gatlings gerade für ihr Kleinvieh unglaublich gut Schaden machen. Stimmt schon, ja, die haben eine ziemlich hohe Feuerrate. Eben. So, jetzt haben wir alle Plätze verbraucht. Kleinster Winkel, den nächsten, niedrigste Gesundheit, meiste Gesundheit. Ich gehe ganz ehrlich einfach auf den mit der niedrigsten Gesundheit mit den Gatlings. Weil das, glaube ich, am meisten Sinn macht. Oder? Ja, müsste. Ja. Was? Nein. Wollte ich nicht übertragen. Nein. Obwohl wir die Ampel jetzt auch nicht wirklich voll ausgereizt haben. Wir könnten noch 2 Türme rausholen. Wenn wir ein bisschen umbauen. Aber dann müsste die ACP weg. Und das Ding weiter rein. Das ist mir jetzt zu doof. Ja. Muss ja nicht sein, ne? Außerdem, wir haben ja noch eine wandelnde Amp. Jo. Stimmt. Ja, dann wohin den Rest? So, also ich habe alles platziert, was bei mir Sinn macht. Ich kann noch einen Raketenturm hin platzieren, eventuell. Weil die eben AOE sind. Hm. Ja, die machen, glaube ich, jetzt hier auch am meisten Sinn mit. Eben. Haben wir noch einen Amp-Verstärker? Also einen Platz mit Amp-Verstärker? Nein. Keinen einzigen mehr? Keinen einzigen. Wow. Ja, ansonsten nehme ich halt hier den Laser raus. Der ist ja, glaube ich, noch verstärkt. Na genau, es müsste noch bis hier gehen. Hm? Wenn das wirklich bis hier hingehen würde, dann könnte ich auch da hinten was platzieren.